Vulfalnil. Episode 37. Ein erlegter Elch. Liebe Freunde der gepflegten Rollenspiele, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Vulfalnil. Und erinnert euch an die letzte Folge, wo wir ein Buch gelesen haben. Wir haben hier noch einmal bei Lucan die Wolfspelze abgegeben, verkauft. Viel Geld hat es uns zwar nicht eingebracht, aber wir könnten noch mal kurz gucken, ob er nicht vielleicht doch noch Pfeile hat. Wir haben nämlich gar nicht mal so viele. Insgesamt 25. Ihr und ich, wir sind hier die Einzigen, die nicht vollkommen verblödet sind. Oh ja. Was habt ihr zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Ja, na, das ist ja nun nicht wirklich was. Das ist ja nun nicht wirklich was hier. Das hier wäre noch was, aber nee. So viel Geld geben wir dafür nicht aus. Was hat er denn sonst noch? Ja, da natürlich auch kein richtiges Buch. Wir bräuchten das Buch Heilung. Aber mit denen wird das nichts. Mit denen wird das wirklich nichts. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Also das müssen wir noch irgendwann hinkriegen, dass wir hier irgendwo das Buch Heilung bekommen. Das würde uns wirklich sehr helfen. Und damit meine ich wirklich sehr. Nun, aber von irgendwo müssen wir doch eigentlich nochmal Pfeile bekommen. Aber Moment mal, wir können uns doch eigentlich Pfeile selber herstellen. Verrinder. Ach so, Frotner. Okay. Wir gehen nochmal los und stellen uns ein paar Pfeile her. So machen wir das. Dazu gehen wir hier erstmal ein bisschen hin, hacken ein klein wenig Feuerholz. Oh, Holz von der Axt. So, und hacken hier einmal. Genau. So, und zack. Einmal reicht auch schon. Denn mehr brauchen wir nicht. Mehr brauchen wir wirklich nicht. Und es muss natürlich so kommen. Natürlich, natürlich. So. Gut. Damit hätten wir jetzt ein klein wenig Holz und jetzt bräuchten wir noch Eisenbarren. Aber das ist im Verhältnis gesehen sehr viel günstiger. Als wenn wir die Pfeile einfach kaufen. Was auch immer ihr benötigt, bei Ismir, wenn es einfach und stark ist, kann ich es schmieden. Ja, okay. Na, Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Hat er denn Eisenbarren? Ja, 90. Nehmen wir jetzt zwei, dann hätten wir insgesamt 48 Pfeile. Nee, wir nehmen erstmal einen. Also gut. Und dann müsst ihr uns noch einmal kurz an die Schmiede lassen. So. Genau. Zack. Und damit hätten wir jetzt 24 Pfeile hergestellt. Gut, gut, gut. Damit hätten wir das. Und das andere Holzstück können wir noch einmal kurz verkaufen. Kriegen wir ein bisschen was von den Kosten nochmal rein. Hot.
Holzkönig. Sucht ihr Arbeit? Dann besorgt euch eine Axt und bringt mir so viel Holz, wie ihr nur hacken könnt. Ich verkaufe ein bisschen Feuerholz. Ehrliches Gold für ehrliche Arbeit. So. Auf Wiedersehen. 5 Goldstücke hinzugefügt. Ja, wunderbar. Dann schauen wir doch noch mal kurz in unser Inventar. 42 Eisenpfeile. Das ist doch was. Dann haben wir jetzt insgesamt 49. Ach, ist das schön. Mit so vielen Pfeilen kann man doch auf ein Abenteuer gehen. Aber wir bräuchten vielleicht irgendwie ja, noch mehr blaue Bergblumen. Das wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Und vielleicht auch irgendwie was, um Ausdauer wiederherzustellen. Naja, mal schauen. Mal schauen. Wir können ja nochmal gucken, ist da vorne vielleicht das der Hirsch, das Reh oder sonst. Ja, können wir ja nochmal ein kleines bisschen weiterjagen. Dem noch mal ein bisschen Schaden zufügen. Dazu sollten wir allerdings auch noch mal den hier. Damit wir maximalen Schaden machen. So. Stahlpfeile, das ist gut. Zack, erwischt. Jetzt rennt es weg. Bleibt es da vorne irgendwo stehen? Oder? Nee. Es bleibt dann vorne natürlich nicht stehen. Es rennt und rennt und rennt. Immer weiter weg. Okay. Dann lassen wir das Vieh erstmal in Ruhe. Es wird nochmal irgendwann da wieder auftauchen und dann können wir dem noch mehr Schaden zufügen. Ach, da vorne ist es wieder. Wieso? Was? Ich meine, ja, okay, aber... Wieso? Jetzt steckt es da drinne fest hier, oder wie? Hier, nimm noch einen. Es steckt jetzt wirklich da drinne fest. Oh, das werden wir jetzt ausnutzen. Ach so, jetzt ist es hier. Okay. Okay. Jetzt ist es einfach mal hier. Okay. Und noch einmal ein. Ja, aber wir sind jetzt nicht mehr im Schleichen. Wir machen wenig Schaden. Kommt, Leute, das müssen wir jetzt erwischen. Na toll. Genau in dem Moment, wenn man schießt, läuft es irgendwie in eine andere Richtung und man trifft es nicht. Typisch. Hoffentlich sind hier keine Wölfe, sonst begeben wir uns hier in mächtige Gefahr. Seht euch das an. Da wollen wir anlegen und dann rennt es weg. Unglaublich. Vielleicht sollten wir unseren Funkenzauber nehmen. Ist es hier? Ach, da ist es. Fünf. Na also. Ja, ich denke mal, so wird das was. So wird das doch was. Nee, mit Zaubern kommen wir hier jetzt erstmal nicht weiter. Wir müssen erst einmal den hier nehmen. Und noch ein weiteres Mal. Ach du meine Güte. Jetzt haben wir den angegriffen und haben 200. Alles klar. Okay, das wollten wir nicht. Jetzt bleibst du aber mal hier, du. Jetzt bleibst du hier. Dich erledigen wir noch. Komm schon, komm schon.
Wir haben dich doch gleich. Und es rennt uns natürlich hier gnadenlos weg. Es darf doch nicht wahr sein. Na gut, einmal noch Magika wiederherstellen, dann sollten wir es haben. Na also. Meine Güte, das war jetzt doch eine etwas hektische Angelegenheit. So hätte ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Es war nicht wirklich eine Bilderbuchaktion. Noch dazu haben wir 200 Kopfgeld in Falkenring bekommen. Wegen dieser einen... Ja, war das eine Wache? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der denkt jetzt natürlich, wir hätten ihn angegriffen. Und das wird er jetzt erstmal den Behörden melden. Ganz klar. Aber ich denke mal, wir lassen da einfach erstmal Gras drüber wachsen, über diese Angelegenheit. Und dann irgendwann ist den Leuten das auch egal. Ja. Wir sollten uns während dieser Zeit nur nicht nach Falkenring begeben. Aber das sollte nicht das Problem sein. Schauen wir uns doch hier nochmal ein bisschen weiter um. Vielleicht finden wir ja hier noch ein paar schöne Kräuter. Blaue Bergblumen vielleicht. Violette Bergblumen. Oder sonst irgendetwas, irgendwelche Zutaten. Ja, natürlich. Natürlich, Mora Tapinella. Stellt doch unsere Magika wieder her. Wenn ich mich recht entsinne. Genau. Und könnte auch unsere... Naja, könnte die Gesundheit senken. Tollkirschen. Na, hier ist doch auch noch was. Tollkirschen sind natürlich giftig. Die sind giftig. Daraus können wir wahrscheinlich ein sehr gutes Gift mit der Mora Tapinella machen. Haben wir hier irgendwie was? Es wird so ein bisschen kühl hier oben. Schneebären, natürlich. Können wir doch alles nochmal mitnehmen. Ah. Da oben ist Helgen. Von einem Drachen vernichtet. Hier sind nochmal violette Bergblumen. Schön. Und noch mehr. Na, kommt mal alle her hier. Kommt zu Drazane in die Taschen. Haben wir hier noch irgendwo was? Ah. Ah, blaue Bergblumen. Wunderbar. So wollen wir das haben. So. Uns wird auch langsam kalt hier oben. Der Regen hilft nicht wirklich dabei. Der macht das alles nur noch schlimmer. Ich denke mal, wir sollten nach Flusswald zurück. Na, kriegen wir den Hasen? Ja, das Kaninchen natürlich. Ja, irgendwie nicht. Komm schon. Wir brauchen erstmal noch Ausdauer. Bevor wir hier zuschlagen. Und wo läuft das Kaninchen denn lang?
Wir frieren, das ist nicht gut. Nee, das lassen wir, Leute, das lassen wir. Wenn wir frieren, wird unsere Regeneration herabgesetzt, und zwar von allen, naja, von allen Attributen. Und, oh doch, unsere Ausdauer stellt sich noch besser wieder her jetzt. Also immer noch. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber okay. Wir lassen es trotzdem, den, das Kaninchen lassen wir in Ruhe. So unnötig haben wir es nun auch wieder nicht. Aber Leute, wir haben schöne Zutaten gesammelt. Und da wollen wir doch mal schauen, ob wir daraus nicht noch ein paar Tränke brauen können. Vielleicht auch Gifte. Hey, das ist er doch. Das ist doch das Kaninchen. Naja, gut. Zurück nach Flusswald. Und es hört auch auf zu regnen jetzt. Schön, schön. Kriegen wir hier mal wieder ein bisschen besseres Wetter. Schön. Warum ist unsere Kamera denn so dicht dran hier? Vielleicht sollten wir uns ein bisschen am Lagerfeuer abtrocknen. Das machen wir. Bevor wir irgendetwas anderes machen, trocknen wir uns am Lagerfeuer ab. So. Klamm. Sehr kalt. Das ist nicht schön. Und wir könnten mittlerweile schon ein Nickerchen vertragen. Meine Güte. Jetzt kommt hier aber alles zusammen. Leicht hungrig, durstig. Haben wir denn vielleicht noch irgendwas? Rohes Wildbret hätten wir noch. Ja, okay, dann braten wir das mal an. Dann hat sich ja die Jagd gelohnt. Ja. So, und das essen wir jetzt erstmal. Satt. Gut. Und wenn wir uns dann gleich erstmal richtig schön aufgewärmt haben, gehen wir nochmal an den Fluss und trinken einen Schluck. Null und null, das ist doch schon mal ganz gut. Warm. Plus 8. Wunderbar.16. Ich denke, jetzt können wir es machen.
Dir ist rundum warm. Wunderbar. So, gehen wir hier nochmal ran. Wir müssen natürlich nochmal die Fähigkeit auswählen. So. Denn sonst schreien wir hier aus Versehen. Das wollen wir nicht. Und wir haben uns hier mit Ataxie infiziert. Oh, das ist nicht so schön. Aber wir haben doch noch Falkenfedern. So. Und jetzt sollte das mit Ataxie nicht mehr sein. Genau. Tja, Leute, wunderbar. Wunderbar. Dann würde ich doch nochmal sagen, gehen wir hier zum Gerbgestell, machen aus dem Hirschfell ein bisschen Leder. Oder Elchfell, ja, dann war das halt ein Elch. Ist doch nicht so wichtig. Haben wir sonst noch? Nö, nichts. Nichts. Schauen wir nochmal kurz in unser Inventar. Ob wir nicht noch irgendwas vergessen haben. Nee, nö, nee. Alles klar. Dann verkaufen wir noch einmal ganz kurz das Leder und dann begeben wir uns nochmal in den schlafenden Riesen und brauen uns ein paar Tränke. Was auch immer ihr benötigt, bei Ismir, wenn es einfach und stark ist, kann ich es schmieden. So, was habt ihr zu verkaufen? Na, Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Schön. Kann er doch auch ein bisschen Leder gebrauchen. Er hat sowieso nur noch ein Stück, Leute. Da kann er das doch ganz gut gebrauchen. Also gut. Auf Wiedersehen. So. Dann nochmal auf in den schlafenden Riesen. Ein paar Tränke brauen. Vielleicht müssen wir uns auch nochmal ein oder zwei Zutaten von Orkner kaufen. Ich habe gerade das Feuer neu angefacht. Setzt euch und wärmt euch auf. Ah, wir wollen erstmal sehen. Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Ja, wir schnüffeln hier die ganze Zeit herum. Ein Prost auf die Jugend, auf Tollkirsche, Moratapinella. Das bringt's nicht. Okay, dann. So Mäntel ade und alles, was stört. Wir holen uns wieder, was uns gehört. Wie ist denn das mit Schneebären und der roten Bergblume hier? Das? Ah, Frostresistenz. Ja, das ist doch was. Okay, dann holen wir uns noch einmal. Wir haben Zimmer und Essen. Auch Getränke. Ich koche. Mehr gibt's nicht zu sagen. Wir holen uns noch mal ein kleines bisschen Weizen. Getränke für die Durstigen, Speisen für die Hungrigen. Ja, wir brauchen eigentlich keins von beiden. So, zwei Weizen. Genau. Also gut. So, Gesundheit. Der Rote genannt, nach Weißlauf geritten von Rorikstadt stammt. Großreden schwang er die Dinge gezückt, er prahlte von so. Nun Beute Glück. Doch still ward der Rote kein Wort mehr sagt, als Schildmaid Mathilda beherzt vor ihn trat. Ihr prahlt und ihr lügt und trinkt all unseren Met, nun lasst uns doch sehen, ob der Tod euch wohl steht. Und mit lautem Klirren folgte schnell Hieb auf Hieb, bis schließlich ermattet er liegen blieb. Ragnars Schädel rollt auf dem Boden umher. Seiner Taten erbrüstet sich nimmermehr. Ach ja, ein wunderschönes Lied, Sven.
So, dann würde ich doch mal sagen, machen wir auch für diese Folge erstmal eine kleine Pause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, ne? Wenn wir nochmal ein bisschen weiter uns hier den Hintern aufschuften. Guter Hund. Und uns vorbereiten auf Abenteuer. Ja, so machen wir das. Bis dahin, ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Dummer Hund. Ich sage Tschüss und bis dann.